Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den SVW in Wiesbaden begrüßen. 2.909 Besucher hier in der Duisburger Arena sahen die 2:3 Niederlage unseres KFC am 38. Spieltag der dritten Liga. Bevor wir zu den Trainerstimmen kommen, hier noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen. Der Karlsruher SC unterliegt dem Halleschen FC 2:3. Der FSV Zwickau gewinnt gegen Preußen Münster 2:0. Fortuna Köln unterliegt Sonnenhof Groß Asbach 0:2. Kansas Jena gewinnt gegen 1860 München 4:0. Der 1. FC Kaiserslautern schlägt den SV Meppen 4:2. Die Sportfreunde Lotte unterliegen den Würzburger Kickers mit 1:2. Der VfL Osnabrück unterliegt der Spielvereinigung Unterhaching 1:4. Der VfR Aalen und Hansa Rostock trennen sich 1:1. Und nach 95 Minuten in Braunschweig ist das Endergebnis bei Eintracht Braunschweig gegen Energie Cottbus 1:1. Damit steigt Energie Cottbus wegen der um ein Tor schlechteren Tordifferenz in die Regionalliga ab. Ja, zum Spiel hier zurück nach Duisburg. Bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, zum linken Gästetrainer Rüdiger Rehm, zum rechten KFC-Trainer Heiko Vogel. Herr Rehm, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, erstmal bin ich froh, dass es nicht um das geht, was du gerade vorgelesen hast hier, ja, mit dem Abschiedskampf von einem Tor. Das ist natürlich schon eine harte Nuss und deswegen natürlich auch trotzdem Grüße und aufmunternde Worte in die Richtung, die abgestiegen sind, weil das weiß ich, ist natürlich schon ein schwerer Schlag. Zum Spiel gibt es, glaube ich, heute nicht viel zu sagen. Ja, ich bin hochzufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft. Wir haben sicherlich viele verschiedene Dinge probiert, beziehungsweise auch nochmal spielen lassen. Jeder hat alles rausgeholt, hat das Maximale auf den Platz gebracht. Wir hatten in der ersten Halbzeit ganz gute Phasen drin, haben aber auch immer wieder den Gegner ein bisschen eingeladen. Das war so ein bisschen auf beiden Seiten. Es ging hin und her, deswegen eben auch das Endergebnis mit 2:3. Ich glaube, dass wir auch im richtigen Moment das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten 10 Tagen weiter beibehalten können und nicht heute aufgebraucht wurde. Ja, wir hatten den einen oder anderen Aluminiumtreffer gegen uns und hatten sicherlich auch selber noch die eine oder andere Situation. Aber summa summarum bin ich sehr, sehr zufrieden. Die Mannschaft hat 70 Punkte geholt in einer sehr, sehr starken dritten Liga, die sehr, sehr ausgeglichen ist. Nach einer, ja, ein bisschen leider Gottes nicht ganz perfekten Vorrunde haben wir eine unheimliche Rückrunde gestartet, haben sehr, sehr gut gepunktet, haben toll uns nach vorne gearbeitet, sind jetzt auf Platz 3. Von daher kann ich der Mannschaft eigentlich nur noch Glückwünsche ausrichten oder aussagen. Aber entscheidend ist, dass wir es jetzt krönen wollen. Das ist, glaube ich, die entscheidende Marschroute. Ja, es nützt uns alles nichts. Wir haben toll gespielt. Wir können uns schön auf die Schulter klopfen. Jetzt kommen 2 Spiele und die wollen wir natürlich mit maximalem Erfolg angehen und versuchen, das Mögliche möglich zu machen. Ich glaube schon, dass es ein 50-50-Spiel gibt oder 2 50-50-Spiele. Und wir sind nach dem Spiel, was ich heute gesehen habe, auch mit der kompletten Kaderbreite bereit für diese Aufgabe. Heiko und seinem Stab und seinem Team wünsche ich alles Gute. Erstmal einen guten Abschluss mit dem Pokal. Dass der Verein auch nächstes Jahr im DFB-Pokal dabei ist und dann mal schauen, ob man sich nächstes Jahr wieder sieht oder eben nicht. Auf jeden Fall nicht hier. Danke. Vielen Dank, Rüdiger Rehm. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Heiko Vogel um seinen Kommentar bitten. Ja, ich wünsche es dir auch nicht, dass du mich nochmal siehst nächste Saison. Das heißt nämlich, ihr hättet es geschafft. Ja? Also vorab schon mal, Rüdiger, dir und deiner Truppe alles Gute für die 2 Spiele. Ja? Danke. Darum geht es. Ihr habt eine tolle Saison gespielt, wie gesagt, 70 Punkte geholt und jetzt geht es um eine Krönung, die denkbar schwer ist. Ja, wir können uns auch nicht krönen, aber ein kleines Krönchen aufsetzen im DFB-Pokal, wenn wir den erreichen, durch den Pokalsieg gegen Wuppertal. Da kann ich nur sagen, wenn wir ein defensives Gewissen an den Tag legen, ja, dann glaube ich, dass wir genügend Offensivpower auch haben, um Wuppertal schlagen zu können. Für die dritte Liga reicht es dann mit der Art defensiven Gewissen nicht. Das hat man heute gesehen. Ja. Ich kann nicht immer verlangen, dass man 2, 3 Tore schießt, um überhaupt einen Punkt zu gewinnen. Ja. Wir schenken die Tore fahrlässig her und bringen uns dann auch immer ins Momentum und entsprechend gehen wir dann als Verlierer vom Platz. Ja. Wir hätten aber nicht verlieren müssen. Ja. Jetzt ungeachtet die 2 Aluminiumtreffer, aber ist mein Ärger sehr groß über die Art und Weise, wie wir Gegentore kassieren müssen. Und es tut mir leid für die Innenverteidiger, die versuchen da alles entgegenzusetzen und dann ja, von Mannschaftsteilen auch in den Stich gelassen werden. Funktioniert so nicht. Alles klar, vielen Dank. Heiko Vogel, gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ruhig heute hier.
scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, unseren Gästen aus Wien-Wiesbaden. Alles Gute für die beiden Relegationsspiele. Ich denke mal, ihr sitzt morgen vom Fernseher, guckt euch an, Sonnhausen oder Ingolstadt. Seid dann gut vorbereitet. Viel Glück. Dafür würde mich freuen, Sie alle nächste Woche in Wuppertal sehen zu dürfen, beziehungsweise dann in der nächsten Saison in Düsseldorf. Bis dahin einen schönen Sommer. Tschüss und ciao, sagt ihr und euer KFC Uerdingen.